Kaum ein Philosoph war so wirkmächtig wie er, Karl Marx. Aber was genau hat dieser Mann, der die Gemüter bis heute erhitzt, eigentlich gesagt? Das steht unter anderem hier drin. Das Kapital. Es ist wohl die fundamentalste Kritik am Kapitalismus, der Wirtschaftsweise, die unsere Gesellschaft und unser Leben bis heute bestimmt. Und die erklären wir euch in, fast 5 Minuten. Damit willkommen bei Sci-Fi, deinem Kanal über Science und Philosophie. Und los geht's! Marx hat um ihn herum sehr viel Leid beobachtet. Deswegen wollte er unsere Gesellschaft und ihre Ungerechtigkeiten verstehen. Dabei stieß er auf eine Besonderheit im Kapitalismus, mit der er auch sein Buch beginnt. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung. Für uns sind Waren etwas völlig Alltägliches, für Marx waren sie aber sehr seltsam und rätselhaft. Was also ist das Besondere an dieser Ware? Im Kapitalismus sind die Dinge nicht einfach nur Dinge, sondern sie erscheinen als Ware. Das heißt, sie haben einerseits einen Gebrauchswert. Ein Brötchen zum Beispiel kann ich essen. Andererseits haben Waren einen Tauschwert. Anders als im Mittelalter, wo die Dinge für den Eigenbedarf hergestellt wurden, produzieren wir heute Waren, um sie zu tauschen. Wir können zum Beispiel ein Brötchen gegen einen kleinen Kaktus tauschen. Brötchen und kleiner Kaktus müssen dann irgendetwas Gemeinsames haben, nämlich ihren Wert. Wir tauschen die Dinge nicht irgendwie, sondern zu ihren Werten. Ein Handy zum Beispiel würden wir nicht für ein Brötchen hergeben. Natürlich tauschen wir die Dinge nicht gegen Dinge, sondern nutzen Geld. Geld verkörpert den Wert. Aber was ist der Wert? Für Marx war es wichtig, das genau zu verstehen. Wieso ist zum Beispiel ein Handy mehr wert als ein Brötchen? Was bestimmt diesen Wert? Marx hatte darauf eine Antwort, und zwar die Arbeitszeit. Die Zeit, die man zum Beispiel braucht, dieses Brötchen zu backen, macht seinen Wert aus. Es kommt aber nicht darauf an, wie lange die einzelne Bäckerin braucht. Entscheidend ist die gesellschaftlich notwendige Arbeit, also die Arbeit, die durchschnittlich benötigt wird, um bestimmte Waren herzustellen. Okay, Wert ist Arbeitszeit. Das zu sagen, ist aber überhaupt nichts Besonderes. Klassische Ökonomen seiner Zeit haben das genauso gesehen. Was ist denn das Besondere an Marx' Perspektive? Was ist das Rätselhafte der Ware? Im Alltag erscheint der Wert als eine dingliche Eigenschaft der Ware. So wie andere natürliche Eigenschaften erscheint es so, als wäre ein Brötchen an sich wertvoll, als steckte der Wert irgendwie hier drin. Der Wert ist aber eine gesellschaftliche Eigenschaft. Er drückt aus, wie viel Arbeit gesellschaftlich notwendig ist, um eine bestimmte Ware zu produzieren. Die verschiedenen Werte der Dinge drücken ein gesellschaftliches Verhältnis aus, nämlich in welchem Verhältnis die verschiedenen Arbeiten der Menschen zueinander stehen. Im Kapitalismus treten die Menschen nur über den Tausch in Kontakt. Die Beziehungen der Menschen erscheinen dann als Beziehungen von Dingen. Okay, wir wissen jetzt, was die Ware ist. Das ist aber nur die halbe Geschichte. Wir wissen immer noch nicht, wie es zu all dem Leid und den Ungerechtigkeiten kommt. Und Marx' Buch heißt ja auch nicht die Ware, sondern das Kapital. Also, was hat es mit diesem Kapital auf sich? Kapital ist zuerst in Form von Geld. Davon werden Waren gekauft, um genau zu sein, Maschinen, Rohstoffe und die Arbeitskraft anderer. Daraus entstehen neue Waren und die werden zu mehr Geld als vorher. Aus Geld werden Waren und daraus mehr Geld. Woher kommt der zusätzliche Wert? Unter den Waren, die das Kapital kauft, ist eine ganz besondere Ware, die Arbeitskraft. Wie groß ist ihr Wert, also der Lohn der ArbeiterInnen? So wie vorher gilt, die Ware ist so viel wert, wie die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, um sie wiederherzustellen. Das heißt, so viel wie die Lebenserhaltung, also das Essen, die Kleidung der ArbeiterInnen und so weiter, kostet. Dann kommt es zum Produktionsprozess, in dem die Arbeitskraft verausgabt wird. So entstehen neue Waren, die mehr wert sind als die Arbeitskraft und die Produktionsmittel zusammen gekostet haben. Dieser Überschuss heißt Mehrwert. Und diesen Mehrwert häuft das Kapital an und vergrößert sich so.
Die Arbeitskraft ist die einzige Ware, die neuen Wert erschaffen kann. Davon kriegen die ArbeiterInnen aber überhaupt nichts ab. Und das nennt Marx Ausbeutung. Sei smart. Lass auch du dein Geld für dich arbeiten. Sowas wäre aus Marx' Sicht also Unsinn. Geld vermehrt sich nicht von alleine, sondern weil die ArbeiterInnen den Mehrwert erschaffen. Und die haben überhaupt keine andere Wahl, als diesen Deal mitzumachen, weil sie eben selber keine Mittel besitzen, um Waren zu produzieren. Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Kapital gesprochen. Aber was ist mit den Kapitalisten? Können die nicht einfach höhere Löhne zahlen? Sind sie gierig, weil sie aus Geld immer mehr Geld machen wollen? Der Kapitalist ist ja nicht alleine, sondern es gibt ganz viele Kapitalisten. Und die stehen in Konkurrenz zueinander. Wer die Ware am billigsten anbieten kann, verkauft am meisten. Deshalb kann unser Kapitalist den Mehrwert nicht etwa auf den Kopf hauen und allein für seinen Luxus ausgeben. Er muss ihn reinvestieren in noch mehr Waren und bessere Maschinen. Dadurch können mit weniger Arbeitseinsatz mehr Waren produziert werden. Der Kapitalist kann seine Waren dann etwas billiger verkaufen als die Konkurrenz und trotzdem mehr Profit machen. Alle Kapitalisten sind gezwungen, aus Geld mehr Geld zu machen und es zu reinvestieren. Denn wenn einer es nicht tut, dann kann er dem Preisdruck nicht länger standhalten und geht pleite. Die Kapitalisten sind nicht unbedingt gierig, sondern einem verselbstständigten System unterworfen. Die Folgen dieses Systems sind fatal. Das Kapital erzwingt intensivere Arbeit, längere Arbeitstage und geringeren Lohn. Auch die Natur wird zur Ware, was langfristig zur Katastrophe führt. Dem Kapital geht es also nicht um menschliche Bedürfnisse, sondern darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Die ganze Veranstaltung Kapitalismus ist für Marx ein irrationaler Selbstzweck. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wirtschaft ist etwas Gesellschaftliches. Dinge haben nur einen Wert, weil wir über Tausch miteinander in Kontakt treten. Dabei entsteht eine Dynamik, aus Geld mehr Geld zu machen. Und unter dieses Ziel wird alles unterworfen. Mensch und Natur sind Nebensache. Manchmal gibt es im Kapitalismus aber auch Deals, wo alle gewinnen. Zum Beispiel ein Abo für unseren Kanal. Außerdem wird uns deine Meinung interessieren. Kapitalismus Buh oder Juhu? Schreib uns einen Kommentar. Wenn du wissen willst, an welchen Stellen wir unsere Probleme mit Marx haben, dann schau dir doch eins dieser beiden Videos an. In dem einen reden wir darüber, was eigentlich Wissenschaft ist und ob Marx' Theorie wissenschaftlich war. Und in dem anderen fragen wir, ob Kapitalismus und Aufklärung nicht vielleicht doch Garanten für den Fortschritt sind. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.